Mach doch mal die Scheiße hier weg. So. Jetzt werden wir wahrscheinlich da reinkriechen, genau. Rubbly rubble. What? 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 Ja. Ja, war eine super Idee, deinen Helm abzunehmen, ne? Energieknoten. Cash, money, 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 cash. So, tatsächlich wäre ein Shop jetzt wirklich sehr, sehr geil. Na, jetzt wollen wir uns ein bisschen ausdünnen. Aber ich denke, in einer Unitology-Kirche wird es wahrscheinlich nicht so unbedingt was mit Shops werden. Da habe ich fast Angst. In Bibliothek der Einheit. Denn nicht mal irgendwann eine Karte? Irgendwie? Okay, alles klar. So, hier ist nur der Klerus. Kleiner Wichser. Vermerke, wir bekommen schon wieder sehr viel Munition. Ich denke, es wird gleich unangenehm. Nee, möchte ich nicht entfernen. Tja, dann bleibt mir nichts anderes übrig. Als der Kampf! Oh, come out, wherever you are! Ich komme in eine große Fresse. Kommen Sie. Und dann kommen Sie. Kann ich das haben, bitte? Gib mir das. So. Ich höre sie doch schon wieder. Wie? Wo? Wo? Das klingt aber so mies, ey. Hinter mir? Ich bin ausgesperrt. Etwas ist in der Kirche. Es hat die Tür aufgebrochen. Halten Sie durch. Ich versuche alle Tore in der Gegend zu überbrücken. Hier draußen ist auch etwas. Toll. Ganz, ganz schau. Oh, fuck, Alter. Fuck! Die sind schnell, Alter. Die sind richtig schnell, die Jungs.
Alter, los, komm, renn mal jetzt da hoch. Die sind übel. So, na los, komm. Kleiner Fasermacker. Hinten ist er. Dana, sind Sie da? Isaac, ich kann den Aufzug nicht freigeben. Können Sie bei sich irgendwas machen? Mal sehen, was ich tun kann. Okay, sobald Sie durch sind, gehen Sie durch den Beisetzungsflügel und runter in die Krypta. Ganz wichtig ist, dass Sie nicht... Nein! Earthgod kann uns nicht sehen! Dana, es ist wichtig, dass ich was? So, okay, aber kann ich nicht aktivieren. Warum? Was? Irgendwo ist ein Hebelschalter, irgendetwas in der Richtung, was wir zuerst aktivieren müssen. Oh, hier. Alles klar. Einmal schnell gehackt. Und der Fahrstuhl läuft. Hurra. Dem Ingenieur ist nichts zu schwör. Cool, ein Energieknoten. Der ist natürlich geil. So, hier gibt es noch ein bisschen Munition, die wir nicht aufnehmen können. Aber das ist wirklich ärgerlich. So, die Beisetzungsflügel. Na bitte, das ist der Punkt, wo ich hin will. Noch mehr Leichen. Großartig. Die Kryptazugang. Och komm. Gucken wir mal erstmal hier. Sind wir denn jetzt hier? Hier kehrt so an eine Karte. Das wäre so toll. Lesezimmer. Ach ja, komm. Ja, lass uns doch mal ins Lesezimmer gucken. Erstmal meine Energie ist voll. Und hier haben wir noch einen Energieknoten. Das ist ganz geil. Schöne Marker überall. Schöne. Textlog. Zwei verflochtene Spitzen. Von den Worten unseres Erlösers Michael Ortman wissen wir, dass sich letzten Endes alles Leben miteinander verflechten und eins wird. Ein Verstand, ein Körper, eine Stimme, der Marker spiegelt dies. Seinen verflochtenen Spitzen wieder. Wir spiegeln dies mit unseren verflochtenen Armen, deren Finger sich in der Spitze in Ewigkeit berühren, wieder. Das ist unsere heilige zeremonielle Geste, die zum Gruß und bei der Eröffnung von kleinen wie großen Zeremonien verwendet wird. Also. Großartig. So, okay. So viel zum schönen Leseraum. Isaac, ich weiß, Sie haben die Symbole auch gesehen. Sie haben eine Bedeutung. Ja, ich sehe die Symbole. Wir sind eine Bedrohung. Ich weiß es. Wir müssen zusammenarbeiten. Zusammenarbeiten? Wer sind die? Oh, mein Name. Sie Titman? Strauss, jetzt mal raus mit der Sprache. Ha.
dann auf geht's hier hin. Diesen Lässchen Ständer da wegpacken. Muss doch nicht sein. Steht das da rum? Oh, schön. Was für eine Munitionsverschwendung. So, da ist das Beste noch besser. Kinder des Markers. Ja, da bringen wir natürlich aber auch diese ganzen Spikes nix, die hier rumliegen. Wenn da so einen kleinen Viecher an die Krocken kommen. Uiuh. Dir, Freundchen, traut mich. Hallo, darf ich mal kurz das machen? Das ist auch der Weg, wo wir hin müssen. Ich würde mir ganz kurz mal vorne den Altar nochmal anschauen. Altman sei gepriesen. Alles klar. Alles klar. So. So, Aufzug. Auf geht's. Ja, tatsächlich, wie gesagt, würde ich gerne mal irgendwo jetzt einen Shop haben wollen. Irgendwie, wo ich mal kurz mein Inventar ein bisschen ausschlanke. Weil wir jetzt natürlich größtenteils viele Sachen jetzt liegen lassen müssen. Und ich keine Lust habe, jetzt so viel Backtracking wieder zu betreiben, nur wegen Munition. Das muss nicht sein. Holy moly.